Piraten haben im Indischen Ozean den griechischen Öltanker Irene SL in ihre Gewalt gebracht. An Bord sind laut Reederei 25 Seeleute aus Griechenland, Georgien und den Philippinen. Der Supertanker wurde 220 Seemeilen vor der Küste Omans angegriffen. Das geladene Öl aus Kuwait ist für die USA bestimmt und hat einen Wert von 150 Millionen Euro. Erst gestern hatten somalische Piraten den italienischen Tanker Savina Kailin überfallen. 5 Italiener und 17 Inder sind in ihrer Gewalt. Die Gewässer von Somalia gelten als die gefährlichsten der Welt. Mehrere hundert Seeleute befinden sich in der Gewalt somalischer Piraten. Berichten zufolge gehen die Seeräuber immer brutaler vor.